Und wenn man die Nase verstehen will, dann ist es am besten, wenn wir die Nase mit einer Kathedrale vergleichen. Also hier sehen wir auf der linken Seite Nasen von oder Gesichter von berühmten Menschen. Das ist Emma Stone. Auf der rechten Seite ist die Kirche, die Jesuitenkirche in Luzern, in meiner Geburtsstadt. Die Rosenessenz. Die Rosenessenz besteht hauptsächlich aus Phenylethanol. Das heißt, ich kann Ihnen Phenylethanol als Rosenessenz verkaufen oder als chemische Substanz. Und je nachdem, welche Vorinformation Sie haben, werden Sie den Duftstoff als angenehm oder als unangenehm evaluieren. Herzlich willkommen heute wieder zum Lernen der Zukunft Experten-Talk. Und heute habe ich eine der fernsten Leitungen bisher, die zweitfernste, einmal nach Kalifornien und diesmal tatsächlich nach Quebec, nach Kanada. Und zwar begrüße ich da heute einen Tiroler, wie auch ich, einen Südtiroler in dem Fall, den Johannes Frasnelli, seines Zeichens Neurowissenschaftler, und er befasst sich mit unserer Nase, mit dem Geruch, mit dem vielleicht am meisten unterschätzten Organ. Da werden wir heute noch drüber sprechen. Servus, lieber Hannes. Hi. Grüß Gott. Also 2018, dein Buch erschienen, das Wir riechen besser, als wir denken. Genau, das ist tatsächlich zum Wissenschaftsbuch des Jahres gekürt worden. Also wow. Ja, aber verdient. Das Buch ist im Jahr, ja? 2019 erschienen, im Oktober, 19. Und hat dann Wissenschaftsbuch des Jahres Preis erhalten. Respekt. In der Kategorie Medizin und Biologie. Für mich war es ganz wichtig, dass man Wissenschaftler, und als Wissenschaftler kommuniziert man hauptsächlich mit anderen Wissenschaftlern. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man eben auch mit allen anderen kommuniziert. Das ist wichtig. Wir Wissenschaftler eine gute Ausbildung erhalten. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir da praktisch auch einen Teil des Wissens wieder zurückgeben. Und deswegen ist es wichtig, dass man mit der allgemeinen Bevölkerung auch kommuniziert, so wie wir es jetzt gerade machen, im Rahmen des Buches, im Rahmen von Vorträgen und so weiter. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn man die Nase verstehen will, dann ist es am besten, wenn wir die Nase mit einer Kathedrale vergleichen. Also hier sehen wir auf der linken Seite Nasen von oder Gesichter von berühmten Menschen. Das ist Emma Stone. Auf der rechten Seite ist die Kirche, die Jesuitenkirche in Luzern, in meiner Geburtsstadt. Und eben der Vergleich hier, der erste Vergleich ist, dass die Nase einen relativ großen Platz einnimmt in der Mitte unseres Gesichts, wie die Fassade einer Kirche, die recht groß ist. Wenn man erstmal aber dann in die Kirche eintreten will, dann sieht man, dass die Türen und Tore recht klein sind. Dasselbe ist mit der Nase. Die Eingangspforte in die Nase, die Nasenlöcher sind relativ klein im Vergleich zum Rest der Nase. Hier sieht man übrigens, dass da recht viele Leute davor warten, recht nahe zusammen. Das heißt, es ist ganz klar vor Corona. Wenn wir dann aber erstmal in der Nase drinnen sind, dann, also hier die Nasenlöcher, dann öffnet sich die Nase wie eine gotische Kathedrale, ist recht schmal, öffnet sich aber sehr weit nach hinten, sehr hoch nach oben hinauf. Das ist im Übrigen der Stephansdom in Wien. Die Jesuitenkirche ist in Luzern, das ist meine Geburtsstadt. Wenn wir dann weitergehen, hier, das ist, glaube ich, Scarlett Johansson, hier sehen wir also wieder die zwei Nasenlöcher. Und die, was ich hier zeigen möchte, ist, dass wir in der Tat tatsächlich zwei Nasenhöhlen haben. Wir haben in unserer Nase haben wir irgendwie zwei Nasen, die durch die Nasenscheidewand komplett voneinander getrennt sind. Und das sehen wir, oder das stelle ich hier mit dieser Garnisonskirche zu Dresden dar, wo ich auch eine Zeit lang gearbeitet habe. Das ist ein Gebäude, das war eine Militärkirche, aber es ist ein Gebäude, in der befinden sich zwei Kirchen. Auf der einen Seite die katholische Kirche in diesem Teil des Kirchenschiffes und hier das evangelische oder protestantische. Und dazwischen befindet sich eine Mauer, die komplett die beiden Kirchen innerhalb des Kirchengebäudes voneinander trennen. Und dasselbe ist eben mit der Nase, dass da innerhalb der Nase befinden sich tatsächlich zwei komplett voneinander getrennte Nasenhöhlen. Und dann hier, das ist meine Heimatstadt Meran, also wunderschön gelegen, hier die Zielspitze über 3000 Meter hoch, hier ist Algund, da wohnt die Mama, hier irgendwo wohnt der Papa hinter der Zypresse. Und das ist die Pfarrkirche zum heiligen Nikolaus, die hier zwischen dem Küchelberg und der Passau relativ eng gebaut worden ist. Und wenn man in die Kirche hineinschaut, sieht man, dass diese Kirche nicht komplett symmetrisch ist, sondern dass die Apsis hier vorne etwas nach links verschoben ist. Einfach nur, weil da nicht so viel Platz war, als man die Kirche gebaut hat. Also das Kirchenschiff ist nicht symmetrisch, sondern ein bisschen gebogen. Und dasselbe ist eben sehr häufig mit den Nasenscheidewänden, die nicht komplett, oder dass die beiden Nasenlöcher nicht komplett symmetrisch sind und auch die Nasenhöhlen, sondern dass es da, wie wir das hier sehr gut sehen, häufig zu einer leichten Verschiebung oder schweren Verschiebung in die eine oder andere Richtung kommt.
Ich weiß nicht, ob wir das jetzt auch anschauen wollen. Das geht vielleicht ein bisschen zu lang hier. Deswegen komme ich wieder zurück. Aber ich glaube eben, dass es ganz wichtig ist, hier die Unterscheidung, also es ist natürlich, die Nase ist keine Kathedrale, aber man sieht anhand einer Kathedrale sehr schön, wie eine Kirche aussieht, aber auch wie die Nasenhöhle ausschaut. Ich gehe immer so auf die Metaebene, weil wir ja immer auch ganz viele Trainer und Lehrer auch zuschauend haben. Wie bist du auf diese Metaphern gekommen? Ich meine, es ist einfach erstens, aber man merkt, wie viel Liebe da drin steckt in dem Aussuchen der Bilder, auch für natürlich der Heimat, ja. Und dann auch noch eben, was jetzt nicht unbedingt so nahe liegt. Also in deiner Welt vielleicht schon, weil du gesagt hast, du hast in der Kirche sogar gearbeitet. Ja, also ich war als Pub-Ministrant, Messdiener, aber ich habe natürlich in meiner Zeit in Dresden, wo ich in der HNO-Klinik gearbeitet habe, haben wir relativ viele Endoskopien durchgeführt, wo wir in die Nase hineinschauen mit seinem Gerät und fahren in die Nase hinein und schauen uns die ganze Nase an. Und ich habe das immer gefunden, dass wenn man erstmal durch die Nasenlöcher durch ist, auf einmal öffnet sich das. Und das ist sehr ähnlich wie eben die gotischen Kathedralen, dass man immer das muss man sich ganz beengt und dann ist man drinnen und dann ist es wirklich wunderschön. Ganz oben befindet sich die Riechschleimhaut und links und rechts befinden sich die Nasenmuscheln und dann kann man ganz weit nach hinten durchgehen, wie eben in einer gotischen Kathedrale. Also ich hatte nicht einen Moment, dass mir das gekommen ist, sondern nach und nach, und dann habe ich immer mehr Parallelen zwischen den Kirchen und der Nase gefunden und dann bin ich einfach dabei geblieben. Faszinierend, geil. Geil. Und weil du ja gesagt hast, es geht dann tatsächlich in die Breite, können wir ja tatsächlich ins Thema auch also Gehirn bzw. Gedächtnis und Geruch eingehen. Also ich habe eh schon im Vorgespräch erzählt, also es gibt Gerüche, also vor allen Dingen verschiedene Gewürze oder Kräuter, so Anis oder irgend sowas, da brauche ich nur den Duft eine halbe Sekunde wahrnehmen und dann bin ich schon wie als Dreijähriger bei meiner Uroma in der Küche. Und sehe alles um mich herum in 360 Grad. Was passiert da? Ja, also man bezeichnet das den sogenannten Proust-Effekt nach Marcel Proust, einem französischen Autor, der einen 14.000 oder 7.000 seitigen Roman geschrieben hat über die Erinnerungen, die ausgelöst wurden, als eine Madeleine, also so ein Biskuit, in einen Tee getaucht hat und dann dran gerochen hat, die sie gegessen hat. Und die ganzen Assoziationen, die dadurch ausgelöst worden sind, hat er eben zu Buch gebracht. Auch hier werde ich wieder ganz kurz meinen Bildschirm teilen, weil wir das auch kurz anschauen können. Also hier, hoffe, dass wir das sehen, das ist das Gehirn. Also ich bin ja ein Professor für Anatomie, das ist ein Gehirn aus unserem Labor und das habe ich aus dem Schädel herausgenommen und wir schauen jetzt von unten auf das Gehirn. Also hier sehen wir den Hirnstamm, hier sehen wir das Kleinhirn und das hier ist das Großhirn. Dann sehen Sie hier verschiedene Sachen, die angefärbt sind. Die habe ich angefärbt, dass man es besser sehen kann. Also das schauen wir uns gleich an. Was wir hier auch noch sehen, ist, auf dieser Seite habe ich den Schläfenlappen abgeschnitten. Also ungefähr, das ist der Schläfenlappen auf dieser Seite. Ungefähr hier habe ich den durchgeschnitten, sodass wir hier wirklich in die Tiefe sehen. Und dann haben wir hier die verschiedenen Strukturen, die in Farbe gekennzeichnet sind. Das sind die Strukturen, die fürs Riechen zuständig sind. Das ist praktisch, das sind die Anteile des Riechhirns. Was wir hier ganz vorne sehen, also auf der rechten Seite sehen Sie es in Farbe, auf der linken Seite ungefärbt. Also das hier in Grau, das ist der Riechkolben. Das ist die erste Verarbeitungsstation im Gehirn. An denen schließt sich der Riechtrakt an, die Riechbahn hier und die endet hier. Also hier wird die Information weitergeleitet und hier in diesem orangen, im grauen und im blauen Bereich, das sind wirklich die primären Riechzentren. Das sind die Zentren des Gehirns, wo die Erstverarbeitung die Erstverarbeitung findet hier statt, aber die Weiterverarbeitung der Riechreize stattfindet. Und ich habe deshalb den Schläfenlappen abgeschnitten, dass wir hier wirklich hier hinsehen, wo sich eben der Schläfenlappen und der Stirnlappen treffen. Das würden wir hier gar nicht sehen. Und diese Strukturen, das zum Beispiel in Orange ist der piriforme Kortex, der birnenförmige Kortex. Die alten Anatomen haben da ein bisschen Fantasie walten lassen. Dann haben wir hier den Mandelkern, hier haben wir den entorhinalen Kortex, dahinter befindet sich, den sehen wir hier nicht, den Hippocampus, das Seepferdchen. Und all diese Regionen sind eben zuständig für die Verarbeitung der Riechreize und das wird dann weitergeleitet hier an die Inselrinde und den orbitofrontalen Kortex, hier weiter vorne. Also es ist eine Weiterverarbeitung, die da stattfindet. Und diese Regionen sind sehr interessant, weil die nicht nur Riechreize verarbeiten, sondern auch noch andere Aufgaben haben. Und das ist auch eine Ausnahme des Gehirns.
des Geruchssinns, weil normalerweise im Gehirn die Sehrinde macht nur Sehverarbeitung, die Hörrinde nur Verarbeitung von Hörreizen. Die Riechrinde macht eben auch noch andere Sachen. So zum Beispiel ist der entorhinale Kortex, also dieser blaue Bereich hier zusammen mit dem Hippocampus, der sich ein bisschen weiter dahinter befindet, nicht nur verantwortlich für die Verarbeitung von Riechreizen, sondern auch für Erinnerungen und fürs Lernen, das heißt für das Formieren neuer Gedächtnisinhalte. Das passiert hier. Das heißt, wenn Sie mir jetzt zuhören, liebe Zuseher und Zuseherinnen, hoffe ich, dass Sie etwas von dem, was ich erzähle, behalten. Und wenn Sie das behalten, ist das, weil der entorhinale Kortex und der Hippocampus aktiv sind. Diese beiden Regionen helfen uns dabei, Gedächtnisinhalte vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis zu übersetzen. Also das ist das hier. Dann daneben haben wir den Mandelkern. Der Mandelkern ist eine Struktur, stelle ich hier mit diesem kleinen Gespenst dar, die zuständig ist für verschiedene Emotionen, vor allem für negative Emotionen, also für Furcht, für Angst und so weiter. Das heißt, wenn Sie Angst empfinden, ich hoffe nicht, dass Sie Angst empfinden, während Sie mir zuhören, dann ist dieser Mandelkern aktiv. Und wenn der Mandelkern aktiviert wird, dann empfindet man Angst. Und hier vorne der orbitofrontale Kortex, das stelle ich hier mit dem kleinen Pokal da, das ist ein Belohnungszentrum des Gehirns. Das heißt, wenn man sich belohnt, dann wird dieser orbitofrontale Kortex aktiviert. Oder andersherum, wenn der orbitofrontale Kortex aktiviert ist, dann fühlen wir uns belohnt. Und was heißt Belohnung in diesem Kontext? Es ist nicht nur, dass wir nach einem Marathon uns dann oder nach einem 10-Kilometer-Lauf uns ein schönes Speiseeis erlauben, sondern es ist auch, wenn wir zum Beispiel Hunger haben und endlich was essen dürfen, dann wird dieser orbitofrontale Kortex aktiviert. Wenn wir Durst haben und was trinken können, wenn wir beispielsweise müde sind und endlich ins Bett kommen, dann wird dieser orbitofrontale Kortex aktiviert. Also Belohnung im neurowissenschaftlichen Bereich ist mehr als die Belohnung im Umgangssprachlichen. Dopamin, oder? Ist der korreliert damit? Unter anderem. Und das ist eben ganz wichtig in diesem Kontext hier, dass die Riechinformation direkt in diese Bereiche kommt, die diese drei Funktionen haben. Also Erinnern, Lernen, Gedächtnis, Gefühle, Emotionen und Belohnung. Wow. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Andreas den Anis riecht, dann wird diese Riechbahn aktiviert. Es kommt zu einer Aktivierung von diesen Bereichen hier und in seinem Gedächtnis, in seinem Gehirn, ist Anis mit der Erinnerung an seine Urgroßmutter verbunden. Das heißt, sobald dieser Stimulus kommt, sobald dieser Trigger kommt, werden diese Gedächtnisinhalte ausgelöst. Und häufig sind diese Gedächtnisinhalte, die durch Gerüche ausgelöst werden können, eben sehr emotional. Natürlich, man erinnert sich gleich an emotionale Ereignisse, als wenn es ganz langweilig war. Aber es gibt da eben einen ganz starken Zusammenhang zwischen Riechen, Gedächtnis und Emotionen. Faszinierend. Faszinierend, ja. Ja. Und in dieser Hirnabbildung, die Geschmacksverarbeitung ist die ganz nah, weil Geschmack also, ist ja tatsächlich massiv beeinflusst vom Geruch. Ja, ich mache da jetzt auch gleich wieder Teile meinen Bildschirm, weil wir das auch noch kurz anschauen können. Ja. Weil, Moment, und zwar... Nichts dafür, dein hier, Buch ist so spannend in allen Bereichen, ja, da muss ich so herum. Und zwar, wenn wir vom Riechen sprechen, nehmen wir in der Regel an, dass wir irgendeine Geruchsquelle vor der Nase haben, also ich habe immer meinen Kaffee und ich rieche da dran. Ja? Und dann nehme ich ihn in den Mund und dann schmecke ich ihn. Das ist, wie man es umgangssprachlich beschreibt. Aber wenn man das genauer anschaut, sind wir also, das ist hier die Nasenhöhle, hier oben befindet sich die Riechschleimhaut im oberen Bereich. Und wenn ich die Luft einatme, geht die in die Lunge hinunter und ein Teil der Duftstoffmoleküle in der Luft gelangen zu dem oberen Teil der Nasenhöhle, gelangen in Kontakt mit der Riechschleimhaut und die Information wird weitergeleitet ins Gehirn. Und wir sprechen davon, das riecht gut oder das riecht schlecht. Sobald wir was im Mund haben, sprechen wir von Schmecken. Das schmeckt gut oder das schmeckt nicht so gut. Aber tatsächlich ist auch das, was wir aus der Mundhöhle wahrnehmen, hauptsächlich Riechinformation. Mit der Zunge und mit dem Geschmackssinn selber können wir nur süß, sauer, bitter, salzig und Umami wahrnehmen. Die ersten vier sind relativ klar, nehme ich an. Umami ist ein japanisches Wort und heißt herzhaft im Endeffekt übersetzt. Also ist der Geschmack von Hühnersuppe oder von Geschmacksverstärkern. Es ist tatsächlich ein eigener eine Geschmacksqualität. Aber der Großteil der Wahrnehmung aus der Mundhöhle findet über den Geruchssinn statt, weil auch bei geschlossenem Mund, normalerweise hat man beim Kauen den Mund zu, wie wir gelernt haben,
Trotzdem gelangen die Duftstoffmoleküle über den Nasenrachenraum von hinten in die Nasenhöhle. Und wir nennen das das retronasale Riechen. Entschuldigung. Und dieses retronasale Riechen erlaubt uns eben zum Beispiel einen Unterschied festzustellen zwischen einer Ananas und einem Apfel. Beide sind süß, beide sind etwas säuerlich. Aber das ist das, was wir über den Geschmackssinn wahrnehmen. Aber wir haben kein Problem, die zwei voneinander zu unterscheiden, weil die Duftstoffmoleküle Ananas und Apfel eben von hinten in die Nase aufsteigen und dann eben mit der Nase wahrgenommen werden. Und es ist faszinierend, dass es für uns unmöglich ist, festzustellen, dass wir das tatsächlich hier oben riechen. Wenn ich eine Ananas im Mund habe, schmeckt die für mich ganz typisch im Mund. Aber tatsächlich nehme ich das mit dem Geruchssinn wahr. Und wenn man dann eben der Vergleich hat, was ist Schmecken, was ist Riechen, dann ist es tatsächlich so, dass hauptsächlich das, was wir umgangssprachlich als Schmecken bezeichnen, tatsächlich Riechen ist. Die Menschen, die den Geruchssinn verlieren, die sagen nicht so sehr, ich kann nichts mehr riechen, sondern häufig, viel häufiger sagen sie, ich kann nichts mehr schmecken. Und wenn man dann aber nachfragt, sagen sie, ja süß, Zucker kann ich immer noch wahrnehmen, Salz kann ich immer noch wahrnehmen, ich habe Schwierigkeiten mit den Feinheiten. Aber das, was Sie eben als Feinheiten beschreiben, ist sehr häufig eben tatsächlich dann der Geruchssinn. Nämlich riechen. Jeder tut es in Anführungszeichen, aber die wenigsten haben wirklich Ahnung, warum riechen wir überhaupt, woher kommt es und wie funktioniert es? Also der Geruchssinn ist, wenn man sich anschaut, in der Evolution ist der älteste Sinn. Weil bereits einzellige Lebewesen müssen ihre Umgebung wahrnehmen und die nehmen die Umgebung wahr, sehen oder hören sie nicht die Umgebung, sondern was sie wahrnehmen, ist eben die chemische Zusammensetzung der Umgebung. Und einzellige Lebewesen, die sich bewegen können, die bewegen sich zu Nahrungsquellen hin und von Gefahrenquellen weg. Und wie erkennen Sie das? Das ist einfach die Anwesenheit von gewissen chemischen Substanzen, die mit Nahrung oder mit Gefahr verbunden sind. Und dann bewegen sie sich eben in dieser Richtung. Das heißt, das Wahrnehmen unserer chemischen Umgebung ist der erste Sinn, der entstanden ist. Wenn man sich beim Menschen jetzt anschaut, sieht man auch, dass in der Evolution des Menschen der Geruchssinn der älteste Sinn ist, der in den ältesten Teilen des Gehirns, evolutionär gesprochen, ältesten Teilen des Gehirns verarbeitet wird. Und es ist, bitte? Stammhirn. Unter anderem im Stammhirn, aber auch im limbischen System, was nicht mehr zum Stammhirn gehört, sondern gerade das, was ein bisschen darüber ist. Und diese Regionen eben sind so stammesgeschichtlich sehr alt und deswegen ist der Geruchssinn ein sehr alter Sinn. Eine Besonderheit des Geruchssinns ist, im Gegensatz zum Sehen und zum Hören beispielsweise, ist, dass ein Teil der Reizquelle wirklich in unseren Körper eindringt. Wenn man zum Beispiel jetzt, Sie schauen mich an, also Sie schauen jetzt den Bildschirm an, aber wenn Sie da kommen, die Photonen werden vom Bildschirm abgegeben und treffen auf Ihre Augen. Das heißt nicht, dass der Teil des Bildschirms in Ihre Augen geht und wenn wir uns persönlich gegenüber sehen würden, dass ein Teil meines Körpers in Sie eindringt. Wenn wir aber etwas riechen, dann ist es tatsächlich so, dass ein sehr, sehr kleiner Teil der Duftstoffquelle in meinen Körper eindringt und dort in Kontakt tritt mit den Nervenzellen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kaffee rieche, dann kommt ein bisschen Kaffee in meine Nase und wenn das ein Hundstrümmerl ist, ein bisschen davon und wenn es ein Körpergeruch ist, auch wieder ein kleiner Teil. Und das ist eben eine Besonderheit, dass es wirklich zu einem ganz direkten Austausch, Kontakt zwischen der Reizquelle und dem Empfänger und dem Sinnesorgan und somit des Menschen kommt. Und die Nasenschleimhaut ist dann die dazwischen, die Härchen, die dann reinigen, oder? Ja, also die Nase hat... Wie funktioniert der Riechvorgang? Also die Nase hat grundsätzlich mehrere Aufgaben, ist nicht nur fürs Riechen zuständig, sondern die Nase reinigt die Luft, wärmt die Luft an und feuchtet die Luft an, sodass relativ saubere und feuchte und warme Luft in die Lungen kommt, um die Lungen zu beschützen. Aber eben, wir analysieren auch mit der Nase den Inhalt der eingeatmeten Luft und was da passiert ist, dass die Duftstoffmoleküle, das sind flüchtige Substanzen, also wirklich einzelne Moleküle, dringen in die Nase ein, mit der eingeatmeten Luft und gelangen dabei in die oberen Teile der Nase. Das befindet sich ungefähr hier hinter der Nasenwurzel zwischen den beiden Augen. An dieser Stelle befindet sich die Riecherschleimhaut und in dieser Schleimhaut, das ist eine andere Schleimhaut als im Rest der Nase,
In dieser Schleimhaut befinden sich sogenannte Riechnervenzellen. Und diese Riechnervenzellen, die reagieren, die sprechen auf die Duftstoffmoleküle an und übersetzen sozusagen diesen externen Reiz, diesen chemischen Reiz in ein elektrisches Signal. Und dieses elektrische Signal wird dann von der Nase durch den Schädelknochen ins Gehirn weitergeleitet und dann in verschiedenen Stellen weiterverarbeitet. Spannend und alles natürlich subbewusst, weil wir denken ja nicht drüber nach. Ja. Well, so wie jeder Sinneswahrnehmung ist es erstmal unbewusst. Wenn die Sinneswahrnehmung dann zur Großhirnrinde gelangt, ab dem Moment werden wir uns der Sinneswahrnehmung bewusst. Zum Beispiel, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel auf ein Musikstück konzentrieren und das hören, dann merken Sie wahrscheinlich nicht bewusst, was gerade vor Ihrem Auge abläuft. Wenn Sie sich aber ganz genau auf irgendwas konzentrieren mit den Augen, dann hören Sie vielleicht nicht, was rund um Sie herum passiert. Und das ist eben der Unterschied zwischen der Sensation und der Wahrnehmung. Und eine Besonderheit eben des Geruchssinns ist, bei allen anderen Sinnessystemen muss die Sinnesinformation durch eine Schaltstelle im Gehirn gehen, den sogenannten Thalamus, der wie ein Tor zum Bewusstsein ist. Das heißt, alles, was zur Großhirnrinde gelangt, muss durch dieses Tor durchgehen, das irgendwo entscheidet, wessen werden wir uns bewusst und wessen nicht. Das heißt, das ist diese Schaltstelle im Gehirn, ganz tief im Gehirn, im Zwischenhirn, die diese Entscheidung trifft. Und beim Geruchssinn ist es besonders, weil die Riechinformation nicht durch diese Schaltstelle muss und die kann sozusagen direkt in die Großhirnrinde gelangen. Das heißt nicht, dass wir uns ständig der Gerüche bewusst sind. Nein, tatsächlich, wir atmen ja mehrmals pro Minute ein und wahrscheinlich in den meisten Fällen riechen wir nichts bewusst, obwohl ständig Duftstoffmoleküle um uns herum sind. Wir werden uns nur dann der Duftstoffe bewusst oder der Geruchsumgebung bewusst, wenn es auf einmal zu einer großen Veränderung der Riechinformation kommt. Das heißt, wenn es auf einmal ganz stark riecht oder wenn es auf einmal ganz anders riecht, dann werden wir uns dessen bewusst. Zum Beispiel verbrannt oder so, ja. Verbrannt, aber das kann auch was Angenehmes sein. Also wenn wir einen Raum betreten und sagen, oh, da riecht es komisch oder oh, da riecht es gut. In dem Moment kommt, also sagen wir mal, Sie kommen nach Hause, die Mama hat wieder einen Rindsbraten gemacht und man kommt dann, tritt ins Haus und es riecht dann nach dem Rindsbraten, dann nimmt man das wahr und es riecht dann ganz toll. Wenn man erst mal 10 Minuten im Haus drinnen sitzt, in der Wohnung, in der Stube sitzt, dann riecht man den Rindsbraten dann nicht mehr. Man riecht ihn erst wieder, wenn er dann aufgeschnitten vor mir auf dem Teller liegt, weil dann auf einmal wieder ganz viel neu vom gleichen Duft, aber neue Duftstoffe herangelangen. Und das ist eben die Besonderheit des Geruchssinns. Spannend. Meine Mama kocht leider nicht mehr, aber also nicht auf dem Planeten, aber ja. Das tut mir leid. Ebenso. Na, ich kann das absolut assoziieren, ja, weil es ist unglaublich, wie schnell solche Gerüche dich in Situationen versetzen. Ja.